Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Dragon Age Origins. Genau, der erste Teil von der Dragon Age Reihe. So, den zweiten Teil habe ich nicht so gemocht, den ersten mega und der dritte war auch schon sehr gut. Allerdings weiß ich nicht, das Feeling und so, das kommt hier besser rüber, wenn man es vielleicht auch noch gar nicht im Moment schnallt. Aber also ich könnte jetzt zum Verkaufen, wenn man mal guckt, in sein, oder hat hier ganz viele Sachen in sein Inventar und könnte mir alles rausnehmen. Alles. Oder ist das mein? Nee, das ist Joan, ne? Genau, das ist Lilly. Oder kann ich mir das nicht rausnehmen? Nö. So, das ist meine. Wie geht denn das? Achso, ich sollte ihn ausrüsten oder wie, aber ne, will ich ja nicht. Und ich könnte das rausnehmen und dann... Aber mache ich jetzt nicht. Nein, mache ich nicht. So sind wir nicht. So. Gut, ja, dann machen wir das doch einfach mal. Ab ins Untergeschoss. Wir werden jetzt hier irgendwo, müssen wir jetzt einbrechen. Kämpfen und ich hoffe... Hallo? Die Kirche nennt diesen Eingang die Opfertür. Er besteht aus 277 Brettern, eines für jeden der ursprünglichen Templer. Sie soll an die Gefahren erinnern, die alle darstellen, die den Fluch der Magie tragen. Und woher wisst ihr das? Anwärter müssen die Geschichte des Zirkels kennen, um später mit Templern und Magiern arbeiten zu dürfen. Wie kommen wir daran vorbei? Die Türen können nur von einem Templer und einem Magier geöffnet werden, die gemeinsam hineingehen. Die Kirche liefert die Parole, die den Mechanismus aktiviert. Und der Magier liefert das Mana, das ihn dann auslöst. Was muss ich tun? Zuerst die Parole. Schwert des Erbauers, Tränen des Nichts. Was war das? Die Parole bereitet die Tür nur vor. Jetzt muss die Berührung mit Mana folgen. Jeder Zauber wirkt, aber rasch. Und offen, wenn die nicht mal von jemandem aufgemacht wurde. So, können wir reden? Danke für eure Hilfe. Ich bin nervös. Hoffentlich geht nichts schief. Alles geschieht aus einem Grund. Was werdet ihr nach der Flucht tun? Lilly und ich werden irgendwo heiraten. Weit weg vom Zirkel und seinen Regeln. Vielleicht in den Randgebieten von Ferelden. Oder in Orlais. Hauptsache, weit weg von hier. Wir werden ein ruhiges Leben führen, ohne Magie. Vielleicht können wir eines Tages einen Bauernhof kaufen. Und wenn ihr nach eurer Flucht zu einer Abscheulichkeit werdet? Ich werde keine Magie ausüben und den Kontakt mit Lyrium scheuen. Ich halte mich von jeder Magie fern. Ich weiß, dass ich stark genug bin, die Dämonen zu bekämpfen, falls es dazu kommen sollte. Und ich werde jeden Tag zu Andraste beten und ihren Schutz erflehen. Nun, konzentrieren wir uns einfach auf unser Vorhaben. Okay. Aber, ja, wenn sie ihn schon nicht der Läuterung unterziehen, ja, dann werden, weil er ist gefährdet, also muss da was dran sein und man muss schützen. Habt ihr den Stab dabei? Schmelzt die Schlösser ein! Was ist los? Warum funktioniert es nicht? Also wir sollten jetzt den... Entschuldigung, ich bin ganz gespannt gerade. Ich sollte den Stab nochmal anwenden. Und jetzt weiter? Lilly, da stimmt etwas nicht. Ich kann hier keine Zauber wirken. Nichts funktioniert.
Da sind Schutzrunen in den Stein graviert. Bestimmt das Werk der Templer. In diesem Bereich lassen sie jeden Zauber wirkungslos werden. Ich hätte es mir denken können. Warum benutzen Gregor und Irving normale Schlüssel für diese Tür? Weil magische nicht funktionieren. Wie hält man Magier von etwas ab? Indem man ihre Kräfte gänzlich unbrauchbar macht. Das war's dann. Wir sind am Ende. Wir kommen nicht rein. Wir sagen einfach, es tut mir leid. Und vielleicht macht das ja dann nicht. Vielleicht brechen die das Ganze ab. Es tut mir leid, Johann. Nein, Jowen, nicht aufgeben. Oh, da ist Jowen. Noch eine Tür. Vielleicht gibt es einen weiteren Zugang. Die Tür führt sicher zu einem anderen Teil des Repositoriums. Wie wahrscheinlich ist es, dass sich dort ein zweiter Zugang befindet? Ein Versuch ist es wert. Wir kommen nicht in die Kammer wie geplant, aber deshalb geben wir noch lange nicht auf. Wir können nachsehen, wohin die Tür führt, aber das wird sicher nicht leicht. Außerdem sieht sie verschlossen aus. An den Schlössern sollte der Stab aber funktionieren, oder? Ja, hoffentlich sind an der Tür nicht auch Schutzzauber. Beeilen wir uns! Wir haben schon genug Zeit verschwendet. Alright, alright. Trotzdem nochmal. Zack. Ich gebe nicht auf. Wir sind schon zu weit gekommen. Warum? Was ist denn mit ihm nicht in Ordnung? Ah, der wird es gleich bestimmt bewegen. Das ist gar nicht gut. Okay. Ich mache einmal das. Was kann sie denn? Ach, sie macht schon alles. Ja, sie macht das. Lass sie das machen. Oh, er kann das mit dem Feuer. Flammenschlag. Okay, ich hoffe. Ach, kann ich mich mal drehen? Ah, das ist das Blöde. Jetzt muss ich erstmal, bevor ich was tue, aus dem Bereich rausgehen und Action. Aber selbst. Und jetzt kann ich meinen Schlag ausführen. Yes! Ich habe endlich mal etwas Taktisches hinbekommen. Okay, jetzt müssen wir weitergehen. Warum muss ich eigentlich vorgehen? Hallo? Das war nicht meine Idee. Warum muss ich vorgehen? Hallo? Oh mein Gott. Okay. Hallo. Er will einen präzisen Schlag oder was? Den friere ich ein. Den werde ich jetzt hier so. Moment, nochmal einfrieren. Okay, jetzt der. Der kriegt hier diese Arcana-Bolzen oder was das sein soll. Jawohl, wir haben es geschafft. Alle noch wohlauf? Kann man diese Dinger nicht... Ja, die kann man looten. So. Kupfer oder was das ist. So, Moment. Aber selbstverständlich. Aber selbstverständlich, so. Wie gesagt, hier kommen wir nicht nur einmal rein. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Stab des Ankolinden, das habe ich ja. Eisen. Ja, aber kann man verkaufen. Kann man alles verkaufen, ne? Huch. Die Maus ist so extrem empfindlich. Ich würde das aber ungern umstellen. Ja, sonst ist hier nichts drin. Das ist auch immer traurig, ne? Oh, hier ist eine Wand. Ja, so, wir müssen aber weitergehen. Da kommt jetzt bestimmt noch ein bisschen mehr. Hier, niemand da? Hallo? Hallihallo, ist hier jemand? Nein, da, okay. Okay. Private Dokumente, eine Liste von Haushaltsbüchern und Ausgaben über einen längeren Zeitraum, nützlich für Händler. Okay, können wir auch verkaufen anscheinend. Hoffe ich mal. So. Okay. Sehr unordentlich. Sehr, sehr unordentlich hier. Muss ich ja mal sagen.
Also mit Ordnung halten die Leute es irgendwie nicht so wirklich. Sweeties. Okay, wir machen jetzt erstmal den. Oder warte mal, wenn sie präziser Schlag macht. Und den machen wir das. Ach Gott, das ist aber jetzt übel. Kann ich jetzt wieder? Echt, ey. Ist einer davon, den man looten kann? Die. Wir brauchen ja einen anderen Zugang zur Kammer der Phylakterien. Lasst uns das Repositorium untersuchen. Ja, nun, immer mit der Ruhe. Ich will erstmal in Ruhe looten und alles. Man hetzt mich nicht. Bin schon etwas älter, Mädel. Wieder so ein Stab. Oh, wir haben viele zu verkaufen, das ist gut. Das ist wirklich gut. So. Hallo. Eieieiei, Wächter in Robe. Okay, was lassen wir sie machen? Wir sagen das. Und Joven. Ja, du nimmst auch den da. Und machst, genau. Nee, das geht von hier aus nicht. Schwäche. Auf ihn, genau. So. Und dann machen wir das mal. Okay, jetzt er. Ich gebe mein Bestes. Oh, ich freue mich. Sehr schön. Na komm. Das gefällt mir nicht. Okay, den letzten habe ich die machen lassen irgendwie. So. So, weiter geht's. Kommt da noch einer? So. Oh, jetzt wird schon alleine gespeichert. Okay. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Ach, das sind so Tiefenlaurer. Oh, ich habe einen Stufenaufstieg. Yay. Das war aber noch nicht. Das sind alle. Komm mal kurz hierher. Was soll ich erleben? Du möchtest jetzt mal bitte alle abfackeln. Und zwar so. Du nimmst dir irgendeinen von denen vor mit deinem präzisen Schlag und ich werde gucken, was sich sonst noch so alles machen lässt. Ich muss mich mal eben anders hinsetzen. Ach so. Was ist möglich? Ich kann auch aufsteigen. Kann ich das auch während des... Derzeit nicht möglich, nein. Gut, dann nehmen wir jetzt erstmal den. Und jetzt wäre es gut gewesen. Gut, jetzt haben wir den noch hinter uns noch. Und da ist jetzt unsere Faust. Steinfaust, hallo. Danke. Jetzt haben wir noch den. Wieder einfrieren. Genau, jetzt haben wir Zeit, den erstmal ein bisschen zu bearbeiten. Yay, alle geschafft. Lyriumtrank, danke. Jetzt können wir erstmal ein bisschen ausatmen und hier mal ein bisschen umgucken. Die haben das schon nett gestaltet, ne? Also muss man ja auch einfach mal sagen. 2009 das Spiel, rausgekommen. Ich gehe mal davon aus, dass sie dann 4 Jahre hatten circa, um das Spiel zu machen, ne? Oh, guckt euch das mal an. Wie gerne würde ich das aufsetzen und den Hut ausmachen. Also ausmachen dann so. Oder wartet mal, komm. Jetzt gucken wir mal. So, wir haben hier. Oh, das sieht so erbärmlich müllig aus. Das ist so doof. Was ist das? Ablegen, untersuchen, zerstören, untersuchen,
Das ist Stab, aber da steht nicht, ob ich den unsichtbar machen kann. Wesen mit einem Rang war das jetzt gerade, ne? Ja. Also da bin ich gerade drin. Ach, ich mag das nicht. Auch wenn es mir sehr gut steht. Aber es passt halt eben nicht. Mal gucken. Im Moment kommen wir sehr gut so noch zurecht. Aber jetzt können wir erstmal wieder eine neue Fähigkeit wählen. Jetzt gehe ich mal... Nein, Magie mache ich auf 20. Und dann nehme ich... Willenskraft, Geschicklichkeit. Ja, das mache ich. Noch nicht freigeschaltet. Ah, wir können uns dann überlegen, welche, okay. Gucken wir uns dann noch an. Spezialisierung, wenn es soweit ist. Weiter. Einen kann ich wählen. Halleluja. Soll ich stehlen? Ach ne, hier, Kampfausbildung. Hinter sich gebaut wurde durch Krieger und Schurken nun Zugriff auf Waffentalente in der ersten Stufe. Werden Magier verkraften mehr Schaden durch Angriffe, bevor ihre Zauber unterbrochen werden. Genau, das würde ich jetzt gerne auch machen. Genau, und jetzt Zauber. Es gibt hier einmal das Arcane Schild, Stabfokus. Achso, das geht ja noch gar nicht, ne? Erdbeben ist auch sehr nett und die Versteinerung. Hier ist der Feuerball, der wäre natürlich, und das Inferno. Also das wollte ich haben. Dann gibt es hier nochmal den Kältekegel. Frostwaffen, den Blitz, auch sehr nice. Diese Dinger hier, dieser Kettenblitz ist auch sehr cool. Aber das Siegel der Lähmung könnte man... Hier, Heilung. Weise fügt das dann dafür... Das Fleisch wieder zusammen, stellt somit sofort einen mittelgroßen Teil der Gesundheit eines Verbündeten her. Regeneration, Massenverjüngung. Ist die Heilung nicht Zauberirrlicht? Zauberkraft gewährt, sobald, solange dieser Fokus aktiv ist. Boah, das ist so schwer. Zauberblüte, Geist, Magie bannen, Antimagiezeichen. Dieser Energieschuss entfernt sämtliche Banneffekte. Achso, Geist hier. Ich will ja auch zu diesem zermalmenden Gefängnis kommen. Und die Bombe will ich aber auch. Aber ich glaube, wenn die mir zu nahe kommen, mache ich einfach jetzt einmal den Geistschlag. Und dann machen wir diese wandelnde Bombe. Ja. Totenruf. Veränderung habe ich mir im Moment hier Massenlähmung. Doch, eine Massenlähmung ist im späteren Verlauf auf jeden Fall, weil wir auf Massen treffen, gar nicht mal so verkehrt. Aber ich wähle jetzt erstmal den Geistschlag, den wir aber, ich werde das hier so ein bisschen verändern. Kann ich das rausnehmen? Genau. Dann mache ich den Geistschlag auf 3. Ja, so. So mache ich das. Genau, jetzt speichern wir nochmal richtig. Neuer Spielstand. Spiel speichern. Genau. Und dann kann es auch weitergehen. Warte mal, da ist eine Tür. Nee, das ist die Tür. Das ist die Tür. Hier sind auch noch so komische Blutdinger. So. Hallo Jungs. Sehr schön. Okay, okay. Es ist gerade sehr schwer. Nein, nein. Ihm Befehle zu geben. So. Er darf jetzt den Kegel genau so halten. Und sie greift sich durch. Krallt sich den ersten. Und was tun wir hier? Hier, das ist Verzauberer, ne? Den frieren wir erstmal ein. Und den da schubsen wir um. Ja. So, einen Wächter haben wir weg. Thank you.
Zack. Zack. Haben wir gut geschafft. Hier ist eine Tür, aber da geht's noch irgendwo hin. Alles nehmen. Steinsal. Okay, die Frage ist, gehen wir da oder gehen wir da? Was ist denn? Da ist ein... Genau. Wir versuchen es hier mal. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Schüleramulett. Geistertalisman habe ich ausgerüstet. Haben wir Feuerresistenz. Hier hätten wir weniger Feuerresistenz, aber plus 1 Rüstung und plus Kälteresistenz. Dafür müssen wir... Wartet mal, das rüste ich aus. Das rüste ich aus. So. Dahin kommt das. Dankeschön. Am besten ist immer alles sofort, nur wenn es besser ist. Gürtel der Vergänglichkeit. Ich finde das auch cool, dass es sofort angezeigt wird, wenn man, was man davon hat und also was man ausgerüstet hat und ob es besser wäre oder nicht. Und ja. So, im Normalfall gibt man seinen mit, also seiner Party, also die Leute, die hier links oben in der Ecke sind, gibt man auch Sachen. Aber wir sehen die ja gar nicht wieder, ne? So. Hallo, hallo, hallo. Gut, gut. So, du machst wieder das hier. Du machst deinen präzisen Schlag. Und ich mach wieder das Übliche. Und zwar das. Ihn werden wir umschubsen und vielleicht versperrt er dann die Tür für den anderen. Oder er macht ihn... Betäubt! Die sind sogar betäubt dann. Und er macht das mit der Faust. Oh, ja. Toll. Sie hat gar nicht reagiert. Schon gut, schon gut. Aber wir haben hier Leute umgebracht, ne? Das war nicht der Plan, dass wir Leute töten. Es ist gut, das sofort zu erledigen. So, es war nicht geplant, dass ich hier töten muss. Das war nicht der Plan. Also hier, wenn man jemanden eine Unterkunft sucht, ne? Also Betten sind vorhanden. Gut, mit dem Licht ist ein bisschen knapp. Aber netter Haken, da kommt Licht dran. Da kommt nur Licht dran, Leute. Also, ne? wenn jemand... Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Ja, aber ich muss dir ja im Nacken sitzen. Und du kannst ja nichts alleine. Ich muss ja alles für dich machen. Da, du kannst doch nicht mal laufen. Wieder. Okay. Nein, Joven. Und jetzt geht's los. Da komm schon. So. Sie soll sich mal direkt um den da hinten kümmern. Und wir den frieren wir ein. Und den hauen wir um. Und mit der 3 betäuben wir ihn noch. Gut, dann wäre nur noch der da hinten. Jetzt kann ich ihn einfrieren. Boah, Lilly, die hatte schon kaum noch Leben. Erholt die sich auch? Ja. Weil ohne sie ist das ja... Rundumschlag, alles nehmen. So, weiter. Hallo. Junger Freund.
Lässt du irgendwas da für mich? Natürlich nicht. Wir brauchen einen anderen Zugang zur Kammer der Phylakterien. Ja. Lasst uns das Repositorium untersuchen. Okay, lasst es uns untersuchen. Hallo. Ruhe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich könnte jetzt 2 Schaden und 2 Zauber. Nein, ich spoiler nicht und doch, ich nehme es. Ich spoiler nicht und ich nehme es trotzdem. So. Wir gucken uns erstmal alles an, erstmal überall um. Und das sind jetzt wichtige Sachen, die sie hier unten eingesperrt haben müssen, oder was? Irgendwas an dieser Statue ist seltsam. Ich frage mich, wen diese Statue darstellt. Grüße. Was? Beim Atem des Erbauers. Hat sie gerade was gesagt? Ich bin die Essenz und der Geist von Eleni Zenovia. Vormals Gemahlin und Beraterin von Archon Valerius. Ich wurde versteinert, weil ich den Untergang des Hauses meines Herrn vorhergesagt habe. Archon Valerius? Ich bin nicht sicher, aber die Archons waren die Lords des Reichs. Ewiglich sollst du stehen am Eingang meiner stolzen Festung, hat er gesagt. Und deine Lügen allen verkünden, die vorbeikommen. Doch dann fiel mein Herr seinen Feinden zum Opfer und seine einst stolze Festung zerfiel zu Staub, wie ich vorhergesagt hatte. Eine Statue aus Tevinter. Hört nicht auf sie. Die Lord von Tevinter gingen vielen verbotenen Künsten nach. Das ist ein Werk des Bösen. Wie kommt denn eine Statue aus Tevinter hierher? Die muss schon seit Jahren hier stehen. Seht euch den Staub an. Da bekommt man ja fast Mitleid. Weint nicht um mich. Zu Stein wurde ich gemacht und Stein bin ich nun, ewig und ohne Gefühle. Und bleibe es, bis der Erbauer die Feuer erneut entzündet. Was bedeutet das? Mehrdeutiger Unsinn. Es könnte alles bedeuten. Das kann ich auch. Die Sonne verdunkelt sich doch, seht! Da naht die Dämmerung. Hört auf, mit ihr zu reden. Bitte, alle beide. Lily hat recht. Komm jetzt, Jowen. Gehen wir. Okay, gehen wir. Wo war die Statue? So. So, da klicken wir. Die alte Wand kann jeden Moment einstürzen. Ja, Moment, ich habe mich noch nicht ganz umgesehen. So. Da ist noch so eine Statue, aber ich glaube, die redet nicht. So. Natürlich. Aber ich glaube, die Kammer der Phylakterien ist auf der anderen Seite der Wand, hinter diesem Bücherregal. Die Wand scheint hier nicht sehr stabil zu sein. Wir sollten etwas finden, mit dem wir ein paar Ziegel herausschlagen können. Aber das Bücherregal steht im Weg. Gemeinsam können wir es verschieben. Na los! Hey, ja, ja, auch noch körperliche Arbeit hier. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie durch die Wand kommen. Benutzt es zusammen mit dem Stab. Das klappt bestimmt. Rasch, wir haben wenig Zeit. Und das hat natürlich keiner gehört, seine. Das ist die Kammer der Phylakterien. Es hat geklappt. Okay. Na dann geh rein. Wir müssen schnell Jowens Phylakterion finden. Dann schauen wir uns mal um. Es müsste leicht zu finden sein. Hier gibt es nicht viele Phylakterien. Und natürlich bin... Upsala. Natürlich. Ich mache jetzt erstmal den.
Er ist, steht da genau richtig. Er kann dann nämlich wieder sein Feuerdingen machen, während sie hier vor mir stehen. Na, warte mal, sie... So. Und sie, wenn sie sich überhaupt nützlich machen kann, soll sie sich auf den da stürzen. So. Und los. Okay. Was habe ich jetzt gemacht? Okay, wir nehmen die 4 auf ihn. Sehr gut. Bei ihm machen wir dann das hier. Gut, sehr gut. Jetzt haben wir nur noch den Kleinen und den Großen. Da, den Kleinen, den machen wir doch. Ja, aber... Mädel... Okay, wir können ihn wieder einfrieren. Sehr gut, jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Oder auch nicht. Ja. Klar, das Kampfsystem ist natürlich, ne, ein bisschen... Die machen das mit Fäusten. Oh mein Gott. Verlangsam uns Rune. Alles mal mitnehmen. Oh, eiserner Ring. Es ist einfach nur ein Ring. Alles klar. Aber auch dieser Ring hat Wert. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger... Ach, dieser Satz geht mir von ihr aber auf den Senkel. Das hat sie früher nie gesagt. Okay. Okay. Ist es das? Ach so, weiter. Das ist mein Phylakterion. Ihr habt es gefunden. Unfassbar, dass dieses kleine Fläschchen zwischen mir und der Freiheit steht. So zerbrechlich, so leicht zu beseitigen. Und seine Herrschaft über mich endet. Und ich bin frei. Ja, ob das mal so gut war. Nein, wir sagen jetzt nichts. Je schneller wir hier raus sind, desto besser. Ich will keinen Augenblick länger bleiben. Ich auch nicht. Und raus geht's natürlich den kürzeren Weg. schon krass, oder? Das ist nämlich hier. Da. Da ist der kürzere Weg. Und den, genau, den gehen wir in der nächsten Folge. Denn diese ist jetzt vorbei. Ich habe das so entschieden. Und in der nächsten Folge gehe ich davon aus, dass wir, dass der Plan von Irving, Meister Irving oder erster Verzauberer Irving, die zwei zu stellen, losgeht. Und ab dann geht die Hauptstory richtig los. Also ab dann, ja, geht die Reise los, auf die wir uns dann machen und Dinge erleben. Und da freue ich mich schon drauf, denn das war jetzt alles, gehörte noch zur Vorgeschichte, dass man auch so ein bisschen an Dinge hängt und. Und ja, ich hoffe, es hat euch genauso gepackt und unterhalten wie mich. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und sage ciao, ciao.